Hey Leute, willkommen zurück zu Max Payne's Edge of Wonders Planetfall. Wir kämpfen uns weiterhin durch die letzte Mission der Hauptkampagne Moris Secundus mit der Vorhut. Sind es dabei, mehr und mehr Einheiten zu produzieren, Armeen auszuheben, Fortschritte zu machen. Einen Gegner haben wir schon besiegt, einen zweiten sind wir jetzt dabei. Da ist unser guter Hui und Daiju. Die Jiang-Dynastie, könnte man sagen, ist hier unterwegs, um hier mal ein bisschen voranzukommen. Wir werden versuchen, hier die Stadt einzunehmen zum Beispiel und dann eventuell auch Richtung Hauptstadt zu gehen. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen. Parallel haben wir jetzt begonnen, Panzer hier zu bauen in unserer Hauptstadt. Wir werden, sobald wir dann die Panzerkorps haben, eine Elite-Gilde bauen müssen, dass wir dann weitere Panzer produzieren können. Aber wir hätten dann einen Aegis-Panzer, wir hätten einen normalen Panzer, wir hätten Daiju in ihrem APC. Das wären drei. Dann könnte man hier noch so einen. Entweder so einen schweren Soldat oder gleich so einen Techno-Priest. Techno-Priest, wie auch immer. Schwebend schwere Einheit. Also die könnte man auch noch nehmen. Irgendwann. Und da hätte man schon. Wie viel habe ich gerade gezählt? Taichu, zwei Panzer. Dann den einen Helden. Der soll auch einen Panzer kriegen. Ihn hier. Macht dann 4 und noch der Technopriest 5. Wir könnten dann überlegen, halt 2 Panzer zu produzieren, 2 Laserpanzer. Oder wenn wir auf die Schreiterkorps gehen würden, könnten wir auch das machen. Das wollen wir, glaube ich, aber nicht. Könnten ja auch, was wir machen könnten, wäre hier diesen Phönix-Schreiter mit dem normalen Schreiter. Ne? Das wäre auch nicht schlecht. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen dann eigentlich danach hier für X Geschichte machen. Das braucht noch ziemlich viele Runden, wie ich gerade sehe, einfach für die Forschung. Also müssten wir eventuell, was ist das? Militärforschung. Also wenn wir noch eine Forschungsding hier haben, das dann auf Militärforschung ummünzen. Also wenn wir jetzt hier noch ein Gebiet anschließen, können wir das ruhig als Forschungsgebiet auch machen. Haben wir hier noch keins angeschlossen? Ah ja, das schließen wir gerade an. Gut, ansonsten waren wir ja hier so weit, dass wir die Runde beenden können. Auf geht's! Ach, wir haben... Nee, das ist die Wohngebietsentwicklung. Ich war gerade verwirrt. Können wir das noch beschleunigen? Pass mal auf, wenn wir das nämlich beschleunigen und das hier frei machen. Infernowerfer! Nice! Infernowerfer. Bam. Zack. Schadliche Bombe. Eigentlich egal. Aber wiederholt. Der ist ein Infernowerfer, das ist geil. Das macht ordentlich Boom. Und wir haben jetzt das freigekauft, das eine Gebiet. Hier und übernehmen das jetzt für Produktion. Sehr gut. Ansonsten könnte man halt überlegen, ich weiß nicht, hier haben wir welches Forschungszentrum. Das könnte man zerlegen, sicher. Oder kann man das zerlegen? Kann das irgendwie nicht mehr zerlegen, wenn man das einmal hat. Das ist ein bisschen merkwürdig. Sonst irgendwas, was wir hier noch freikaufen müssten? Nicht wirklich, höchstens das dann. Aber gut. Haben wir da nochmal das Maximum aus unserer Energiereserve rausgeholt. Alan ist auch ein bisschen hochmütig, hat uns den Krieg erklärt. Als ob. Also ich glaube, es ist trotzdem schneller noch die BX-Waffe am Ende auszupacken, als hier auf Dingssieg zu spielen. Ich meine, wir können es ja probieren und dann mal gucken, was am schnellsten ist. Also ich hatte, wo ich es nicht aufgenommen habe, sondern selber gespielt hatte, bei, wie ist dieser Planet mit diesen 1000 Teleportern? Da gab es auch so Millionen Gegner und hat uns irgendwie 10 oder 11 Episoden beschäftigt. Da habe ich dann, als ich das schon mal gespielt habe, habe ich dann auf die
Weltuntergangswaffe der Sinumpa gespielt. Und das ging dann auch einigermaßen gut. Ganz nebenbei gibt es ja auch noch ein Steam-Achievement für jeden Weltuntergangswaffe. Da würde mir hier auch gefallen, dass ich dann diese Pyr-X-Untergangswaffe auch hätte. Genau, weil diese Eroberung ist halt müßig. Ja, dabei hat man hier schon nur in Anführungsstrichen 7 Gegner, von denen wir bald 2 haben. Aber ich meine, wir sind bei Episode 6 jetzt. Ich meine, wenn wir 2 Gegner alle 3 Episoden haben mit 7 Gegnern, also, oder genau, ein Gegner jede dritte Episode, das wären 21 Episoden, wenn es sich dieses, das so ein bisschen fortsetzt. Das wäre natürlich, boah. Und es ist auch noch nicht raus, dass wir diese Runde jetzt in dieser Episode einen auch besiegen. Ja, also, von daher, das ist schon ein bisschen räudig, muss man sagen. Also, einmal habe ich auch noch überlegt, dieser... Oh. Also, wir haben auf jeden Fall volle Unterstützung von Dingsbums. Und die werden wir auch nutzen. Volle Unterstützung von allen möglichen... und das wäre auf jeden Fall nützlich. Und wir haben nicht so viel Energie leider. Das wäre natürlich richtig ätzend, wenn wir das verlieren würden. Okay, aber für eine Valkyrie würde es reichen. Das ist schon mal wichtig. Okay, Schlag. Eine Valkyrie oder ein Geschütz? Valkyrie ist fast besser. Wenn ich hier zum Taumeln bringen. Hier auch eine. Also dann springen wir hier rüber. Machen hier noch eine Granate. Okay. Aua. Unit destroyed. Enemy down. Okay. Luft irgendwie fischen könnten, ne? Ziemlich gut. Wenn es hier angeht. Enemy annihilated. Hey. So. Okay. Okay. Noch okay. Noch leben wir. Noch leben wir.
Das war gut. Unit destroyed. Send. Enemy down. Feuerungskanister. Okay. Unit lost. Ja. Enemy neutralized. Sehr gut. Wo lebt es? Unit has fallen. Wo lebt es? Er hat ihn betäubt dadurch. Enemy destroyed. Schlecht. Also die hätten auch durch diese Netzwerk-Dings und könnten die auch betäubt worden sein. Au. Scheiße. Oh, Jesus. Boah. Geil. Ein Leben oder sowas. Drei. Bam. Nur im Krieg auf jeden Fall gemacht. Oh, Forschung, das ist genau das, was wir gerade brauchen. Sehr gut. Panzerkorps. Elite-Kaserne, let's go. Okay, also machen wir erstmal hier. Jede Menge davon, ehrlich gesagt. Jetzt die Frage, beziehungsweise jetzt ziehen wir mal fix noch einen Ingenieur. Na, bei ihnen gehen wir jetzt einfach mit darüber. Ich meine, was soll's. So. Na, und ihr bis dahin. Und Gebietsentwicklung. Nicht bewirtschafteter Sektor, haben wir gesagt, Produktion. Der kommt auch direkt als erstes. Du hast dein angeschlossen. Nahrung hatte ich überlegt. Oder Wohngebiet. Ne, Wohngebiet hast du schon einen. Machst du bitte einen mit Nahrung. Wildtierreservat. Ranger-Plätze ist auch ziemlich gut, muss ich sagen. Aber da gucken wir dann, wenn es soweit ist. Sehr schön. Operations available for priming. Ist okay. Was, das könnte man ehrlich gesagt auch wirklich hier machen, noch diese Luftabwehrprotokolle. Ich meine. Wenn ihr auch tendenziell immer mal von fliegenden Einheiten angegriffen. Und jetzt sollst du dir mal bitte das Wachstum. 30 haben wir jetzt nicht übrig. Müssen wir halt abwarten. Weil hier brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht so richtig. Ich könnte mal da hinten ein bisschen erkunden noch. Und hier habe ich überlegt, dass hier hinten abhängt total sinnlos ist. Dass ich lieber hier in der Mitte unseres Gebietes vielleicht noch was mache, was dann hilft, das alles zu verbinden. Oder als vulkanisch hier, ne? Oder halt da oben. In irgendeiner Form. Ja, hier ist alles vulkanisch und nicht so einladend, auch wenn es jetzt so eine Kapsel gibt, aber das ist auch von den Autonomen und wir haben hier keine Einheiten in der Nähe. Also auf jeden Fall erstmal weg von dort. Egal in welcher Form. Da gab es was zum Aufsammeln. Da auch. Okay.
Die können wir freikaufen. Brauchen wir aber nicht. Wir wollen das Gebiet hier nicht haben. Da war ein Spawner. Den können wir noch ausschalten. Dass wir Ruhe haben. Könnten hier schon mal... Da gibt es einiges. Aber auf jeden Fall bist du erstmal dort. So, Produktion. Du hast Energiebewirtschaftung. Machen wir das. Genau. Und dann gucken wir weiter. Wildtierreservat ist immer eine gute Sache. Energie haben wir nicht übrig. Wird alles produziert. Genau. Geht dahin. Wir bräuchten noch einen normalen Soldaten für Kollegen dort. Das hat auch Vorrang jetzt der Krieg dort vor dieser Geschichte da unten hier. Weil der ist ja eh noch von seinem 16. weit entfernt. Dann nett das zu haben, das bringt uns auch nochmal Energie, die wir schon brauchen, aber auch nicht so super dringend. Genau, also was hatte ich noch gesehen? Gesellschaftsforschung war das, ne? Richtig, wollen wir jetzt das hier machen. 200 kostet das auch. So ein bisschen aufpassen. Du willst wieder ein Gebiet von mir haben, ich sag's dir. Zu knicken. Oh ja, die Runden dauern. Könnt mal gucken. Gibt's denn immer das hier, macht was? Angriffe dieser Einheit sind Treffsicherheit, haben eine schöne Brenner. Mod kann süß sein. Kann auf alle Einheiten. Brände und entzündete. Solange diese Einheit sich auf thermische Gefahren verursachen, sie plus 20% heilt zu Beginn jeder Runde 12. Wow. Das ist ziemlich gut. Der Verbündeten erhalten, okay, und das macht was. Schauen aus dem verursacht. Tierschaden an allen benachbarten Einheiten. Und eine Pure X-Gefahr. Also das ist nicht schlecht. Ansonsten ist das ja nicht schlecht mit diesem Plasmid beschüren. Da könnte man halt auf könnte man halt Einheiten auf der Karte beschwören. Je nachdem, wo man die gerade braucht. So, was möchtest du? Nee, vergiss es. Leg ich, ob ich das kurz zwischenschiebe. Nein, was soll's. Die Zeit haben wir nur auch noch. Die haben irgendwelche Schlachten gemacht, hat eine Nachricht geschickt. Production ready. Ingenieur produziert. Haben wir da. Den lassen wir aber kurz noch zurück. Ach, Leute, wirklich. Ich bin es ein bisschen leid, diese Dinger wirklich kämpfen zu müssen, weil... Wie sollen wir hier gegen diese ganzen Stufe 1 Noobs denn verlieren? Ernsthaft? Versteh's nicht. Wenn das alleine schon losgeht, ja? Dann können wir den ganzen Spaß nochmal machen. Der blutet jetzt sogar schon. Der geht hier hin. So. Was no?
Ja, ersticken widerstanden. Streiftreffer. Operations ready. Und der kann sogar irgendwo hinspringen. Und den dann ins Kreuz schießen zum Beispiel. Enemy down. Mach den einfach kaputt. Enemy annihilated. Mach den mit einem Hubs kaputt. Enemy annihilated. Hacken geht nicht. Also. Weißt du, was ich meine? Boom. Boom. Enemy annihilated. Und boom. Wie hätten wir jetzt die einfrieren sollen? Hm? They never stood a chance. Unmöglich. Das ist sehr gut. Das zu haben. Erhöht den Schaden der Zieleinheit um 20%. Ziemlich nice. Komm, die prügeln mir einfach als Ganzes weg. Meinetwegen. Flüssiger Kristall. Du kommst einfach erstmal mit in die Gruppe von Panzerfrau, sozusagen. Production ready. So, du nimmst die Nahrung hier mit. Und dann guckst du mal doch durch den Teleporter dann langsam. Was ist das denn? Produktion. Was kannst du alles bekommen? Bogen sind schon ganz schön gut. Deswegen. Also, würde ich dann gerne eigentlich noch eine Reinigere produzieren. Wir können ja versuchen, weiterhin die. Ja, eine Stadt ist eine Stadt, würde ich sagen. Schon eine Stadt eingenommen und die können wir ihnen dann ruhig überlassen. Ja, ich wollte sie jagen, aber ich mache das nicht ohne Grund. Die brauchen ja noch Erfahrung, die Jungs.
enemy down. Direkt einmal weg. So, und hier machen wir einfach direkt Deckungsfeuer. Ja, drei Treffer. Operations available. Enemy neutralized. Poof. Enemy neutralized. Gut. They never stood a chance. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und Wache. Brauchen wir nicht. Das ist alles vulkanisch hier, ne? Immer noch. Braucht das nicht. Ich brauche keine Stadt im vulkanischen Gebiet. Wir gucken, dass ich hier unten das noch irgendwie freikriege. Vielleicht hier. Da müssen wir auch noch einen. Egal. Produktion. So viel Zeug. Ingenieursgilde. So, erstmal. Ja. Bisschen für ausgerüstet und ihr eigentlich auch, ne? Gut. Können wir erstmal wieder nur die Runde beenden, ne? Mühsam, mein herzliches Eichhörnchen, ne? Wir haben eine neue Stadt potenziell haben wir hier. Eine Kolonie, eine neue. Nicht besonders strategisch oder wirtschaftlich gut gelegen, aber bringt eventuell ein bringt uns eventuell ein Forschungsgebiet nochmal, und Forschung brauchen wir gerade viel. Wir würden dann immer auf Operationseffektivität immer höher gehen. Dann auch in Zukunft, dass wir noch mehr strategische Operationen machen können. 24, nochmal 3 haben, bringt uns das 11, das bringt uns relativ wenig. Weil es 24 braucht, also mache ich ein 12 dafür. Was kostet das eigentlich? Kostet auch wahrscheinlich Geld. 500 und 50 Punkte. Okay, also wenn wir 11 hätten, wird es schon mal uns was bringen. Komm, nimm die Stadt ein. Du schaffst das. Sehr gut. Sehr gut, das heißt, Jurif ist ziemlich am Arsch. Das heißt das. müssen gucken, dass wir hier hinkommen, bevor unser Gegner es tut, aber bevor unser Verbündeter es tut, aber ja, sag ich mal so. Beziehungsweise zählt das nur für uns? Deine Position. 70 Sektoren. Also ich habe nämlich keine 70 Sektoren. Das zählt auch für Verbündete, oder? Die mehr Sektoren haben. Ich alleine habe definitiv keine 70. Jurif ist da auch gar nicht dabei. Okay. Okay. Ziemlich großer Trupp. Nochmal zurück natürlich jetzt. gut, kriegt aber eher gut hin. Annehmen. Okay.
Eine Erkundungseinheit. Mal anders. Das wäre gut. Na, hier wollte ich lieber das machen. Ja. Ja, hier wahrscheinlich. 10 Wachstum und das bringt nur 5 Energie, ne? Okay, Nahrung, was Miet, Produktion, Nahrung, jede Menge Zeug produziert. Genau, du solltest die Nahrung noch einnehmen. Aha. Das dann noch. Das. Können wir jetzt mal zum Teleporter gucken. Da liegt Kosmit rum. Ach, das ist direkt hier. Moment. Ist das ja mehr oder minder eine direkte Verbindung. Dann sollten wir ja doch schon gucken, dass wir das hier einnehmen, eventuell. Du gehst auf jeden Fall weiter. Führt kein Weg dran vorbei und du eigentlich auch. So. Könnte der Aegis-Panzer eigentlich bekommen, ein Reinigungsfeld. Alles einfache Aktion, also Nanomaschinen auch noch. An das kriegst du die provisorische Waffenausrüstung. Und dann kannst du nochmal noch was erkunden. Also da ist gar nichts zu erkunden, sehe ich gerade. Hier vielleicht? Genau, und du? So fröhlich weiter in die Richtung. Genau, das ist auch der schnellste Weg. Können wir auch das einnehmen nächste Runde, einfach weil wir es können. Oh Gott, jetzt bin ich überfordert. Mach's mal das bitte. Und dann Wohngebietssektoren aufwerten. Das machen. Das machen. Zack. Zack. Du bist das Ding hier, ne? Du, keine Ahnung. Weiter geht's. Versuchen wir die Züge alle mal ein bisschen schneller zu gestalten. Eine Heldin neue. Ach, das ist die Anna Smithson. Mit ihr auch Medley und so. Die haben alles ganz schön starke Waffen bekommen bei der Mission. Die Vorhut eher nicht so bei uns, aber die Vorhut hat einfach direkt 4 Helden am Anfang gehabt, das ist schon ziemlich gut. Das alleine ist schon ziemlich gut, muss man sagen. Operations available for priming. Wenn wir so einen Plasmid-Einsatz eigentlich vorbereiten. Ist hier reingeworfen, kommen wir nächste Runde hin? Nicht ganz, beziehungsweise wenn wir das ausschalten, vielleicht schon. Kegel erklärt, Claudius, okay. Er hier. Hier unten. Soll er machen.
Das ist ja geil. F Terminal. Okay. 71, ne? Ein Drittel der förderlichen Sektoren haben wir schon. Aber wesentlich mehr verbleibende Kommandanten gegen uns. Also, wenn PX nicht wird, dann wird es vielleicht doch ein Herrschaftssieg, ja? Ich finde es halt ein bisschen schade, dass die letzte Mission halt jetzt ohne irgendwelche Aufgaben im Endeffekt ist. Nicht mal Diplomatie richtig, weil ja eh alle verbündet sind wie Sau oder feindlich sind wie Sau, ohne nähere diplomatische Optionsmöglichkeiten. Ich mache immer an derselben Stelle. Ja, noch immer mehr. Ablehnen. Operationseffektivität, sehr gut. Nicht bewirtschafteter Sektor. Forschung wollte ich den jetzt haben. Ich könnte immer noch überall einen Sektor machen mit Dingsbums. Du kannst den Sektor anschießen. Du hast den Sektor angeschlossen, willst du sagen. Unbewirtschaftet, jetzt haben wir es. Ja, kannst du ein Wohngebiet machen? Okay. Eine Freizeitgruppe. Aber zeitnah. So. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht wieder einen Verlust ausartet hier. Okay, das wiederum nicht. Okay. Manchmal echt kirre hier. Genau, hier wollten wir jetzt gucken. Erstmal das. Genau, und dann können wir nämlich auch die Hauptbasis angreifen. Genau, das ist das, was wir tun wollen. Wie sieht's aus? Jurif, ist der sonst wo? Er ist noch im Spiel, ich weiß bloß nicht, wo er ist. So, das wird wichtig. Naja, nee. Na, möglichst ohne Verluste. Auch keine Geschütze und nichts, also so richtig viel können sie uns auch nicht entgegensetzen. Kolonie-Miliz hat halt keine Mods, ist deswegen auch nicht so super gefährlich. Ja, sollte das schon ziemlich gut machbar sein. Er hat hier ein bisschen Schaden genommen, aber das wird noch behoben. Bam. Vorratsaufladung. Schleiert. Gut. Haben alles zerstört, was geht. Trotzdem schön, wenn sie jetzt nicht stirbt.
Aua. Okay. Operations ready. Ein fucking Lebenspunkt. Halte mich zurück. Dann Geschütz setzen neben sie. Eieieiei. Das war ja unnötig kompliziert jetzt. Als ob. Das war ein schlechter Witz jetzt. Ziemlich unsicher, was ich jetzt hier machen sollte. Ich kann nämlich zweimal angreifen. Holzaufladung kann ich auch später machen. Enemy destroyed. Enemy destroyed. Sehr gut. Enemy annihilated. Sehr gut. Unit down. Schützt sich selber damit. Und sogar aufgerundet. Enemy down. Verbrannt. Auf. Boom. Daneben. Warum? Enemy neutralized. Reue nix. Enemy okay, down. Was kommen wir hier zu machen? Schlachtruf ist egal. Nanomaschine, um dich selber zu heilen. Pistole. Praktische Vorratsaufladung. So viele Geschütze. Gut. Ja, den ausschalten wäre ein guter Punkt. Enemy annihilated. Und ich weiß einfach den an.
Die töten sich echt bald selbst. Wie überlebt das? Kann nichts machen. Enemy neutralized. Und unseren eigenen mit, gell? Enemy kill. Okay, noch eins vor. Haben wir doch noch ein Geschütz. Was so schön ist. So, was kannst du noch machen? Du kannst dich noch einmal selber heilen, ne? So viele Sachen, die sie machen kann. Wahnsinn. Sie hat so viele aktive Fähigkeiten. Bam! Unit. Das ist eine riesen Kolonie, ey. Wo ist jetzt eigentlich Kollege Schnürschuh? Werde deinen Helden auf. Stufe 14 mittlerweile. Meine Güte. Allseitige Aufmerksamkeit und Fernkampfspezialist. Sie. Phasensprung wäre gut, Vitalität wäre noch besser. Aber Vitalität kannst du jetzt nicht haben. Allseitige Aufmerksamkeit vielleicht sogar noch besser, weil dann wird sie nicht flankiert. Den Fastensprung machen wir dann als nächstes sozusagen. Machen jetzt allseitige Aufmerksamkeit und dann Vitalität. Also schnell wie es geht halt irgendwie dahin. Finde ich halt das Gleiche. Schnell wie es geht dahin. Nimmst du das mal mit. Energie. Gucken wir mal weiter, was hier noch so ist. Genau, du solltest jetzt hier hingehen, dass wir dann dort verteidigen können. Du hast mir jetzt den Krieg erklärt, also müsste ich schon mal gucken, was bei dir so abgeht. Okay. Nur noch die Frage hier, ne? Hier irgendwo halt mehr oder minder oder halt genau hier ist ja vulkanisch Gelände. Ist mir klar, wir bräuchten irgendwann mal eine Armee, die das hier klärt, was wahrscheinlich nicht so bald kommen wird. Doktrinplatz sparen wir noch auf, wir wollen nur das schon mal auf jeden Fall da haben. Okay. Die haben bald 16. Ist gut, wenn man das dann irgendwann mal oben auch befreit hat. Irgendwann. Das wird ja alles halt noch ewig dauern. Der Wirbel, genau in der Mitte. Seht ihr das? Kommen wir gar nicht hin, so richtig, ne? Also cool finde ich das Gebiet hier oben, muss ich sagen. Dieses hier. Da gibt es echt viel. Und das ist so abgeschieden. Ist eigentlich ganz lustig. Guck mal, hier oben gäbe es was. Das wäre was für unsere Weihe eventuell zum Holen. Ansonsten. 74. Wird doch! Also das sollten wir auf jeden Fall eher erreichen, als alle Gegner besiegen. Würde ich meinen zumindest.
die Frage, ob wir da eine Einheit hinbeschwören könnten. Diese Stadt da zum Beispiel kauft. Hier haben wir Vision. Müssen wir mal gucken. Wenn das geht, wäre geil. Können wir nämlich diese Wohnstätte integrieren und alles hier aufnehmen. Weil dort immer noch komische Angebote haben. Der will bestimmt das hier haben, das Gebiet. Nichts gibt's. 115 Forschung haben wir jetzt. Sieht schon ganz gut aus. Natürlich interessieren sich hauptsächlich die, die bei mir sind. Genau. Die stellen sich auch gut an. Hä? Als ob. Als ob ich alles außer meinen Kommandanten verliere. Ich meine, hallo? Stellt ihr euch das vor? Ich habe eine ganze Kolonie-Miliz für mich. Ja? Kann hier Geschütze setzen, noch und nöcher, ja? Also, verstehe ich nicht ganz. Könnten den sogar hacken. Fällt mir gerade so auf. Hier. Da ist der Verteidigungsmodus und du gucken, ob das hier die Leute flankierst. Und jetzt Stufe 1. Wie gesagt, ich sehe immer noch nicht, wie wir hier alles so verlieren sollten. Meine Kolonie-Miliz, ja. Ne, im Auto vielleicht auch eine Mission, Einheit noch oder so, aber hier alle. Operations ready. Enemy down. Bleiben wir so. Und so. Enemy neutralized. Genau. Das war gut. Das war ein richtig guter Move. Gut. Wir könnten jetzt sogar zusätzlich noch ein Geschütz irgendwo hinstellen. Wenn wir das wollen, will ich es aber erstmal nicht. Wir könnten. Oder was richtig gut wäre.
das. Unit destroyed. Ja, markiert doch alles hier, ist kein Problem. Oh, der macht einfach das Gebäude weg. Wie geil! Und welche? Und welches Gebäude hier? Ne, es werden einfach alle wieder vollgeheilt, geil. Richtig geiler Scheiß. Quasi so hingehen. Ich muss jetzt hier hinspringen. Schlag. Machen wir erstmal hier weiter. Okay. Also. Enemy annihilated. Noch ein Geschütz. Enemy neutralized. Okay. Enemy killed. Okay, Drohneneinsätze hätten wir in der ersten Runde machen können. Okay. Unit has fallen. Okay, das ist die Miliz, das ist nicht so schlimm. Miliz. Super duper! Komm. Enemy eliminated. Na, Feuer frei. Egal. Dann warte ich lieber ab. Enemy down. Super. Wer kann jetzt noch? Du? Nur noch du. Guck mal, der ist jetzt auch von Dings. Das heißt, wir können ihn ruhig angreifen. Enemy eliminated. Und der einzige, der noch was machen kann, ist dieses Dings da unten. Unit destroyed. Haben wir wirklich nicht viel gemacht, ne? Also an Dings der Bums, an Operation. Enemy eliminated. Boom, boom, boom. Enemy neutralized.
Hier. Boom. They never stood a chance. They never stood a chance, würde ich auch sagen. Unit. Gut, wollte ich noch diesen Turn-End-Fix machen. Schwächender Revolver. Produktion ist halt nett. Ablehnen. Heldenbeides Angebot muss ich mir nächste Runde angucken. Okay. Colony established. Okay. Ich würde sagen, die Details, da gucke ich mir dann in der nächsten Episode an. Ich wollte eh eigentlich nicht mal den Zug beenden, fällt mir gerade ein. Aber okay. Wir haben jetzt hier eine Kolonie gegründet, die könnte ganz gut sein. Wenn wir da mal eine Armee in der Nähe haben, was wir vorerst erstmal nicht haben. Genau, ansonsten haben wir ja ziemlich viel Zeug, ziemlich viel eingenommen. Wir haben jetzt 76 von 214, die wir brauchen. Wir haben die Hauptstadt vom Miro eingenommen, nur der ist gar nicht hier. Irgendwie. Wir haben auch das Problem, dass hier eine ganz schön große Armee gespawnt ist. Wir könnten überlegen, ja, weiß noch nicht, was wir hier machen, ob wir die Insekten hier einnehmen und dann verteidigen oder ob wir lieber bei Miro bleiben und dort verteidigen. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Genau, aber könnt ihr euch nächste Woche darauf freuen. Ressourcen haben wir noch ein Löcher. Und ja, Pyr X erste Stufe ist dann nächste Woche nach der nächsten Runde auch erfolgreich erforscht, sodass wir dann diese vier Türme bauen können, die Pyr X Raffinerie. Das machen wir in möglichst großen Städten, wo auch möglichst große Verteidigung vorhanden ist, dass wir dann die Zentren da verteidigen können. Gut, Freunde, an der Stelle würde ich sagen, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.